Nicht gut. Und damit herzlich willkommen zum Äpfelstecken 2020. Ja, heute mal die Begrüßung ein wenig anders. Erst Video, dann Begrüßung und dann wieder Video.
Ja, wir haben Samstag, müsste heute 8.5. eigentlich sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, ich glaube schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind beim Apfelstecken gewesen und sind jetzt auch fertig. Speedler ist gut voll geworden. Und ich mache jetzt noch die Rüben. Ich habe jetzt gerade mit dem Handhäufelfluch, den ich da habe, meiner Bilder von der Zugschütte, wo es halt die Maschine mir nicht schafft, am Ende vom Feld quasi, also da vorne die Reihe. Ja, so schöner Ecken gewonnen, seht ihr schon. Also, ich hoffe ja, dass ich mit meinen Netzecken dann dahin auf jeden Fall so richtig gut arbeiten kann, dass es lohnt. Müssen wir mal schauen. Das ist das Ziel. Ach nee, da geht gar nicht Sonnenblume auf. Na super. 2 Jahre ist ja, haben wir Sonnenblume gehabt, jetzt geht eine Sonnenblume auf. Ich gehe kaputt. Ja, auf jeden Fall. Die Netzecken soll dann dahin die Arbeit machen mit dem Unkraut. Ich habe ja die Hacken auch noch. Die kann ich natürlich auch verwenden, die Hacken. Aber das lose Unkraut am Anfang war das schon mal rausgestriegelt. Das ist das Wichtigste. Dafür habe ich es auch geschafft. Weil so eine Aktion wie letztes Jahr mache ich nicht würde. Das Zeug stehen lassen und dann einmal mit dem Kipper runter und raus, bei Händen rausreißen. Und im Endeffekt 4 Stunden Zeit investieren, bloß dass man es sauber bringt. Also den Aufriss, den mache ich mir garantiert nicht noch einmal. Der lieber fahre ich mit der Netzecken einmal drüber, häufel dann auf, warte ein wenig, fahre zur Not noch einmal drüber, häufel wieder auf und dann kann ich immer noch hacken oder was. Aber das, wie gesagt, sieht man. Kartoffeln sind ja Hackfrüchte, das will ich auch mal hacken. Aber das Striegeln, das macht halt das kleine Unkraut auch, wenn kaputt was auf die Dämmler wächst. Weil die normale Hacken, die macht er nur zwischen die Dämmen. Du hast da quasi ohne Vielfachgerät, das was wir haben. Hängst nach und dann fährst du und dann hast du 1, 2, 3 so Dammtäler quasi, wo du da mitnimmst. Und die hackst du unten drinnen. Das ist nicht schlecht. Das funktioniert auch ganz gut, ist prima. Aber es hat halt den Nachteil, wenn du so hacken tust, du hast den Damm unten drinnen, aber das Unkraut oben drauf nicht. Und du tust da normalerweise hacken und dann tust du da kurzzeitig drauf, tust da häufeln. Also so eine Woche später tust du häufeln. Und ja, das funktioniert zwar schon, aber wenn auf die Dämmen da doch irgendwas wächst und du schüttest es zu und es ist dann wie Disteln oder sowas oder die Aggewinden, die schützt du zwar zu, aber die kommen da gleich wieder, weil der ist das Wasch, ob es da zuschützt, dann wächst die einfach weiter. Und deswegen hier die Netzecken, die reißt es ein bisschen damit aus und schüttet natürlich auch ein wenig zu. Dann sind die Dämmen natürlich nicht mehr so, wie sie jetzt sind. Also sondern alles ziemlich flach und dann musst du halt neu aufhäufeln. Aber früher hat es so funktioniert, warum soll es dann halt nicht gehen? Probieren wir wieder. Ja, Äpfel sind gesteckt. Es sind von unten rauf 6 Reiher Bamberger. Dann kommen wir Fatzerreihe Annabel. Und zu Home, der Schluss, ich habe jetzt nicht gezählt, aber 8 oder 10, man könnte sogar 12 Reiher sein. Bis zu dem Folder vorne, da hat es dann aufgehört. Das sind die mehlig kochenden Lilli noch. Ja, vor den alten Äpfeln habe ich jetzt wieder bloß die Bamberger gesteckt, die wo ich mir raussortiert habe. Da war ich gestern bis spät in die Nacht gestanden. Das habt ihr ja zum letzten Video mit davon. Hab die Äpfel aussortiert, hab vor der Soraya und hab vor die bunten noch was mit aussortiert, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht auch nicht. Ja, stecken war ich da jetzt nicht. Vielleicht, obwohl, wovon die Äpfel aufhören, könnte ich die bunten noch reinmachen, wäre vielleicht nicht verkehrt. Und das, was ich aussortiert habe, das war dann auch für die Schweine mitgekocht und dann ist das auch weg. Dann muss ich es nicht wegschmeißen. Ja, verkommt ja nichts. Ich meine, ja, war halt letztes Jahr ein wenig blöd. Wir haben ein wenig wenig Kartoffeln gegessen, muss man sagen. Ich würde vorstellen, dass es das erste Jahr, wo man so wenig Kartoffeln gegessen hat, obwohl man selber welche hat. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich hoffe, das war das Jahr nicht. Weil aktuell schaut es so aus, dass ich morgen wahrscheinlich einen Hub knete danach fürs Brot hole. Oder das mal anholen, weil ich kann ja nicht mit dem Hänger fahren leider. Also können die schon, dürfen tue ich es nicht. Und dann wird Brot und Brötlein in Zukunft komplett selber gemacht. Pizza machen wir jetzt auch bloß noch selber, weil der auch keiner mehr kauft. Und das ist dann so das Ziel für die Zukunft. Was bist denn du für ein Riesenbrumme? Ein schwarzer, dicker, großer Brummkäfer. Schwirrt da um mich rum und schaut mir an. Ja, auf jeden Fall. Ich will schauen, dass man von den Äpfeln dann möglichst Apfel selber hat.
Es ist halt ja wegen die Faulheit, weil da müssten wir in der Apfelkelle runter und dann müssten wir halt Äpfel am Mund wegen waschen und das macht ja immer keiner. Bloß ich lache die Äpfel ja immer dreckig ein, weil dann halten sie sich länger. Wenn ich die jetzt alle schon waschen tue und beschädige dabei ja wegen die Schollen und lache die Eier, sind sie ruckzuck kaputt. Also welche lache ich der Äpfel idealerweise mit Schollen? Mit Schollen, mit Regdraht und die waren dann eigentlich erst gewaschen, wenn du es zerbrauchst. Funktioniert normal, aber es ist halt wie gesagt ein wenig die Faulheit bei uns. Weniger bei mir, aber es gibt so gewisse Leute, Äpfel waschen, ach naja, gibt es halt muss anders. Ja, muss man schauen, dass man es in den Griff kriegt, dass man das aber anders macht. Ich meine, dafür bauen wir es auch und die Handarbeit gerade bei den Bamberchen hat mich unheimlich geärgert. Wenn ich mir überlege, was ich bei den Bamberchen auch gebaut habe und was ich jetzt dann wieder gesteckt habe davor. Ja, es macht mich schon ein wenig schwermütig, wenn ich mir das so angucke. Könnte mir so viel schöner Bratäpfel davor machen. Jetzt schauen wir mal, wie es das hier wird. Ich habe beste Hoffnung, dass es was wird. Aktuell das Wetter, ihr seht, es sind ein wenig Wolken unterwegs. Es hat auch gerade einmal ein bisschen gespritzt. Also was heißt gespritzt? Ein bisschen lang genieselt. Nicht arg, nicht schlimm. Hat aber eigentlich ganz gut gepasst. Das könnte jetzt welche mir auch ruhig ein wenig mehr. Ja. Da könnt ihr definitiv am Morgen gucken, wie denn jetzt Ecken brauchen, wenn ich das so sehe. Jetzt läuft aber natürlich da die Gaschen auf. Und jetzt tun wir denn jetzt Ecken rein, dann machen wir die Gaschen kaputt. Ah, blöd. Ja, da kommt es auch langsam. Ja, das ist scheiße. Zur Not den Bestand echt noch ein wenig höher werden lassen und den jetzt irgendwann einmal rumdrehen mit den Langerzinken nach unten. Da hinaus wie so ein Drucknachstell sieht man. Jetzt brauche ich jetzt auch Wasser. Aber für morgen ist ja voraussichtlich gemeldet und wie gesagt, das hat jetzt auch gerade ein wenig gespritzt. Ich stecke jetzt gleich noch meine Rühmsamer. Ihr habt da gesehen, ich habe da oben auch noch Dämmler. Und wer sich jetzt dann fragt, warum macht er denn für die Rüben Dämmler? Dann macht man glatt Speed und dann sieht man die mit Einzelkernmaschinen ein. Weder richtig auch weg normalerweise. Normal kann man Rüben nicht entdämmen. Aber wenn ich das jetzt glatt mache, dann ja, ist es blöd mit einem Reiherabstand. Einzelsäge-Maschinen habe ich nicht, haben wir früher einmal gehabt als Zwischenachsgerät. Die war da mit drin gestanden in der Jochthalle. Und ist aber dann irgendwann abgeschafft worden, weil keiner mehr vor der Rüben angebaut hat. Und deswegen ja, probiere ich es jetzt dann einfach per Hand. Das heißt, ich habe da meinen Samer. Das ist natürlich viel zu viel für das, was ich brauche. Aber ich gehe jetzt her, ich nehme so einen Samer, ich mache quasi so. Samer rein, Samer, 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 Samer und immer so weiter. Und so gehe ich die Reihe durch. Ich weiß nicht, was die genau für einen Abstand brauchen, das müssen wir schnell noch nachlesen. Und dann haue ich da die Rüben rein. Kasnutz, die werden aufgehen, die wachsen eh mehrfach, die müsstest du eigentlich voneinander ziehen. Ich muss auch mal gucken, keine Ahnung, ich habe noch nie Rüben angebaut. Bei uns früher, weiß ich gar nicht, hat glaube ich auch nie eine gemacht, weil die Rüben sind immer gekauft worden. Und wenn sie ein Holzfeld draußen haben, sagt Kult. Muss ich auch mal gucken. Aber ich möchte es, wie gesagt, einmal probieren. Das Kraut kann ich auch die Viecher hin verfüttern und die Rüben und die Eselpfähe und die Adele. Und natürlich auch an die Schweine. So ist das Ziel. Ja, schauen wir mal, ob das was wird. Das Ganze sind jetzt quasi, also die zwei Reiher da, das sind noch Äpfel bis zum Pfohl. Und 1, 2, 3, 4. Ja, natürlich ein wenig in der Gaschen drin. Das wird jetzt noch. Ja, Rüben. Gucken wir mal, ob das was wird. Ich stecke die einmal, das filme ich aber nicht, weil, wie gesagt, das ist ein monotoner, langweiliger Erbe. Da stecke ich die Kamera auf und dann darf ich Zeitraffer machen, wie ich dann da stehe. Das will, glaube ich, eh keiner sehen, deswegen lassen wir es gleich bleiben. So, mittlerweile haben wir es Sonntag früh, Glockenläuten gerade. Das ist jetzt aktuell 0.25 Uhr. Ja, ich stehe unten im Hühnerstall. Ich habe die Schweine gerade versorgt, die sind am Futtern. Gekochte Kartoffeln und Spargel und Pilze sind dabei. Und ein paar gekochte Zwiebeln. Ich hoffe, die Schweinebande. Die entwickeln sich ja prima. Da ist eine von der Eber. Also kein Eber mehr, ein Park. Hier, Hühner! Was läuft denn bitte der Daisy? Ja, die ist auch da draußen. Die hat wieder hier extra Schüssel. Jupft er immer durch den Stäb durch, die will immer hier extra portieren. Jetzt soll's aufhören. Ja, und der andere ist da draußen, der mampft da außen. Das Feigelchen.
Feigl-National in den letzten Wochen jetzt dann gut entwickelt. Der war ja deutlich kleiner wie die Oma und mittlerweile, der hat kräftig aufgeholt. Der ist jetzt dann auch so ein, ich muss ob der nicht durchgefunden hat. Komm, bist du rein. Wurm. Der hat sich jetzt da richtig zum Drusen Eber entwickelt. Ja. Die Dode entwickeln sich, wie gesagt, auch prächtig. Das sind zwar die beiden, sind ja richtig Kavensmänner. Die Dode zum Beispiel und natürlich Dido. Fettlos. Sportfeigel, euch so. Ja, die Dode, die der Norma kriegt mittlerweile, das ist jetzt die Daisy. Also quasi Gänseblümler. Ne? Die ist total anhänglich. Die läuft dann wie ein Hündler hinterher. Ihr seht, die ist da draußen, die hupft immer durch die Gitterstäbdur, jetzt zwickt sie sich durch, hockt sich da raus und dann will die ihr extra Portion. Und wenn keine runterkommt und ihr extra was bringt, dann hupft sie raus, stellt sich da draußen beim Türlern an und da schreit sie kurz erbärmlich. Das ist gestern die Mutter auch mal runtergekommen, ohne was gedacht, was jetzt los ist. Dabei wurde es bloß die klar, die wollte einfach bloß auf Futter holen. Tja. Und dann machst du auf, dann fegst du mit auf zu der Garage, da wird sie gefüttert und wenn es fertig ist, geht es ganz allein wieder runter. Also das Schweinler, haben wir gesagt, die klar, die braucht definitiv einen Platz, wo sie alt werden kann. Wo sie nicht geschlacht werden. Ich selber kann sie leider nicht behalten, das geht nicht. Weil ich habe einen potenten Eber und der wird sie mit Sicherheit decken wollen. Was zwar theoretisch möglich ist, aber nicht ganz Sinn und Zweck wäre, weil dieser keine reinrassige rotbunte Husumme. Und wir jetzt sagen können, okay, ist ja wurscht, aber ja, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich bei den rotbunten Husumme bleiben. Keine Ahnung. Muss behalten. Wie gesagt, das ist schwierig, weil die wird ja dann auch mitgedeckt, dann wird sie im Stall so voll und wenn du dann einmal wieder Feigerl hast, dann ist sie mit da und die Oma. Ich meine, du hast den Stall halt dafür auch nicht konzipiert, das ist jetzt ja klar. Ich habe zwar zwei Boxen und es sind zwar ein paar Quadratmeter und die können auch raus, aber ja, so riesig ist das Ganze jetzt dann doch nicht. Dass ich so viel konnte, jetzt ohne weiß, wie viele Schweine halte. Will ich auch gar nicht. Früher waren da pro Box 4 Stück drin, aber das machen wir nicht mehr. Wie gesagt, das war früher. Nein, 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 das ist leer. Ja, dass du jetzt die Mutter um das frisst. Na? Was denn? Was denn? Na, Daisy. Ja, und die Kleine, mit der habe ich ja einiges durchgemacht. Die hat sich ja hinten an Lauf abgelaufen, oder besser gesagt der Klaue abgelaufen. Wahrscheinlich ist auch von der Oma mal blöd gesappt worden. Ja. Und der schon zwischenzeitlich auch mal so ausgeschaut, als ob das nichts mehr erwarten mit ihr. Da seht ihr jetzt einmal den Größenunterschied. Massiv. Also die, das wäre ja die Heller, oder wäre ja die gewesen, jetzt gar nicht gehen, wenn ich sie nicht quasi wiederbelebt hätte. Mit Schrubbeln und Matschen und ein wenig Anschnaufen, sage ich da, und dann wäre es eigentlich hops gewesen. Und die klar, da hätten wir es eigentlich nie gedacht, dass die einmal so ein Nachzügler bleibt. Lene, pass auf, die Oma sappt dich wieder, gell? Der Lodo hat nämlich den Fehler gemacht, der hat sich inzwischen Hinterläuf gestellt. Und die Oma ist gelaufen und hat ihn erwischt. Mittlerweile ist es wieder gut, aber sei Füßler unten hat geschwarzt gehabt und tja. Wenn man jetzt so vorwitzig ist, ne? So, zack, in der Droge rein. Und jetzt kann es passieren, wenn sie keine Lust mehr hat, dann hupft die auch so schnell hinten wieder raus. Das schaust du gar nicht. Und dann steht die nämlich wieder draußen vor dem Zaun. Das ist ja süßer. Also wie gesagt, die braucht definitiv einen Platz, wo sie vielleicht alt werden kann. Mal schauen, ich hoffe, das findet sich irgendwie. Ich weiß, das klingt blöd, der Schwein ist normalerweise tot zum Schlachten, aber bei der Klan. Oh, jetzt muss auch mal. Bei der Klan. Das muss nicht sein. Das wäre schon drum.
weil da habe ich zu viel durchgemacht, da bin ich sehr oft unten gewesen abends und. Na und du? Ist da fertig? Und der hat sich ja auch prima entwickelt. Der ist eine richtig schöne Ebene geworden. Bist du schöner geworden? Du bist der Schiene geworden, gell? Ja. Und Gruse. Nein. Immer ein wenig mit Vorsicht genießen, nicht den Rücken zudrehen. Der hat nämlich schön eine Haue drin. So ist es nicht. Na, muss man ein wenig aufpassen. Aber er ist eigentlich eine Liebe. Er schmeißt sich ja noch. Wenn es dann ein wenig krabbeln müsst, dann schmeißt er sich noch. Das genießt er. Tja. Draußen wieder drin, hat er gedacht, da gibt's was, jetzt geht er wieder raus. Da ist jetzt bei mir auch aktuell so, das ist immer halbtags quasi, halben Tag ist der draußen, halben Tag ist sie draußen. Und wenn ich auch irgendwie, weil der blöde schwarze Gege da, der war da ein wenig angriffslustig, der muss glaube ich ein Kopfkatzer werden. Der lässt meine Mutter nicht mehr rein, der hupft zwar gleich immer an und der hat gescheiter Spann dran, das tut höllisch weh, du musst aufpassen. Dann mache ich es immer so, an durch die, an durch sie mit den Kleinen. Nicht ganz optimal. Ich habe schon überlegt, ob ich es einmal wieder zusammenlasse, aber. Vielleicht warte ich jetzt da definitiv gut, bis die Kleinen dann einmal gehen. Wie gesagt, auf dem 19. Juni ist soweit. Und dann kann man das Ehre wieder machen. Ne, Stinker? Die sehen sich ja, so ist ja nicht. Die geht auch da in die Wiesen. Ach ja, geregnet hat es übrigens auch ein wenig. Muss ich zum Buden, ist ein bisschen feucht. Gott sei Dank. Und endlich geht ein wenig Klee auf. Schön. Rutli. Da habe ich drauf gewartet. Endlich kommen wir ein paar so Kleefelder. So wie das muss. Ja, schauen wir mal, ob der erste Schnitt heuer muss was oder nicht. Gut, ja, so viel dazu. So Leute, wir haben gestern Abend ja einen Stream gemacht und in dem Stream habe ich die zweite Stufe vom Sauerteig gemacht und dann Hefeteig zusammengerührt für mein Brot. Ja, und jetzt bin ich gerade beim Kneten, ihr hört im Hintergrund, da läuft was und da läuft was groß, deswegen nehme ich am Drehstrom dran. Was ist denn das im Hintergrund? Das ist ein Hubknete der Firma Diosna. Das Ding war da aus den 80er, 90er Jahren, schätzungsweise. Hubknete, ideal, welche wenig Teigerwärmung. Da innen läuft jetzt mein Bauernbrot. Ich habe jetzt ein Bauernbrot gemacht aus ca. Ja, 60% Weizen und 40% Roggenmehl. Ja, und es läuft jetzt da schön vor sich hin. Beziehungsweise eigentlich ist es 50-50, weil den Sauerteig muss ich ja dazu rechnen, also ist es 50-50, was ich gemacht habe. Ich habe keine große Teigberechnung oder was gemacht, sondern einfach auf gut Glück, wie ich es halt früher mal gemacht habe, zusammengeschüttet. Man könnte es natürlich alles aufs Gramm genau berechnen und, aber ich habe das so ein bisschen ein Gefühl drin, wie ich es brauche. Und mir gefällt das schon ganz gut. Festigkeit passt mir ganz gut. Die Agnete sind ein wenig mit Vorsicht zu genießen, man soll ja die Hände nicht reinbringen und früher in der Backstube habe ich öfter mal Schaube klar gemacht. Wenn man schnell ist, schafft man es ohne, dass die Dinger kaputt gehen. Manchmal ist er kaputt gegangen, dann musst du nur schnell genug ausschalten, dass er nicht in 1000 Stück lässt, weil dann musst du den Teig wegschmeißen. Aber ja, wenn man damit umzugehen war, weil dem müsste ich jetzt auch dazu sagen, von der BG her, von der Back-BG, beziehungsweise von der BG, die für die Bäcker zuständig ist, wäre das Ding auch nicht mehr zulässig. Es fällt einfach der Schutzkorb um drüber, beziehungsweise der Schutzdeckel, dass du dann nicht reingreifen kannst. Für den Zweck, wo ich noch brauche, geht er. Ich weiß damit umzugehen und wenn was passiert, ich meine ja, klar, es ist nicht optimal.
Aber ich mache ja da nichts Gewerbliches damit, sondern privat. Und wenn man im Umzug eh war. Und was da im Hintergrund so ein wenig quiekt, das ist eine von den Kallriemen. Die hat da unten drin einen großen Drehstrommotor. Der läuft mit drei Kallriemen. Ich glaube, jetzt ist gut. Naja, machen wir dann. Hat einen großen Drehstrommotor unten drin einen Kasten. Und da sind drei Kallriemen drauf. Einer davor ist kaputt, der zweite, der ist auch schon angepflanzt. Ist nicht mehr so toll, aber ist nicht schlimm. Die kriegst du auch noch. Da kommen mal drei neue drauf und dann ist der Käse gegessen. Ja, Tag ist soweit fertig. Ist jetzt ein schöner fester Tag, also was heißt fest, für meinen Geschmack, für Brot, optimal, da gefällt er mir, schon ein bisschen labbig, nicht sehr fest, dass er dann auch noch schön aufgehen kann. Ja, jetzt haben wir mittlerweile doch den Holzbackofen angeschürt, also wie wir heute fortgefahren sind, das Ding da zu holen, haben wir das Ding mit angeschürt, naja, schauen wir halt einmal. Jo, ich mache jetzt auf jeden Fall einmal einen Stecker raus zum Abend dann. Ich muss euch jetzt einmal auf Zeiten stellen. Irgendwie, irgendwo, wo ihr aber seht. Da, ich hoffe, ihr kennt jetzt irgendwas. Das erste, was ich mache, ist, mich schnell nochmal auf die richtige Position zu bringen. Und vielleicht kann ich eine Schraube dran, sodass ich ein bisschen schraube. So, gelernt ist gelernt. Machen wir noch Strom los, da kann nämlich auch nichts passieren. Weil viel Unfälle passieren ja bloß, wenn da der Strom drin ist und auch nicht so blöd ist. Und damit wir jetzt da eine Vogelfunktion haben. So kann nämlich nichts passieren, außer dass vielleicht der Gnädo am Rücken ist. Das sollte man natürlich den Hintern nicht dazwischen zwicken. Das ist ja ganz klar. Aber zumindest ist die größte Gefahr, du wirst so gebannt. Das ist jetzt ein relativ helles Brot. Also es kommt nicht dunkel. Warum ist es so hell? Weil ich 1150er Rohmehl genommen habe. 1150er Rohmehl ist allgemein schon relativ hell. Das ist gar nicht das dunkelste da Mehl. So, dann machen wir noch zusammen. Ja, ich sag mal so, man hätte jetzt noch ein wenig Strammel machen können, wenn man wollte. Ich habe noch aber eher kalt geschüttet. Deswegen hätte er passt schon. Für mich genau richtig. Eine Rade in Jammel. Um Gottes Willen, was ist denn das für ein marschender Tag? So. Willi, du bist ein Depp, dann wirst du halt mit Hunde.
So. So ist das gut. Der gefällt mir. Der gefällt mir. Komm, den geh ich so los. Willi, dann geh halt mit runter! Mensch! Reizt du mal bitte! Säure passt! So, ihr seht schon, das alles habe ich improvisiert jetzt da. Warum steht das Ding in der Maschinenhalle und überhaupt und sowieso? Das passt auch nicht ganz. Ich werde wahrscheinlich mal rübergehen muss, ja. So. Grob abgedeckt ist er. Ich kann jetzt erst einmal einen Moment Ruhe. Dann passt das auch. Man sich eigentlich auch denken, warum ist der eigentlich so narrisch und kauft sich so an Knete? Das Ding, das muss doch schweineteuer gewesen sein. Ja, ich sag mal, wenn du dann Moderna kaufen willst, dann hol dich ihn mit aller Schutzeinrichtungen, wie sich's halt gehört. Dann liegst in der Größe mit Hubknetarm und Schutzgitter oben drüber. Ja, so 3.500 bis 4.000 Euro. Muss da hinlegen in der Größenordnung. Teilweise sogar noch deutlich teurer, es kommt auf die Marken an und es gibt ja verschiedene, es gibt von Kempe, es gibt von Diosna, es gibt von, wen hat es noch gegeben, Rego, denke ich, haben Amo welcher gebaut, keine Ahnung. Es sind verschiedene Hersteller auf jeden Fall, die so Dinge bauen. Ja, und jetzt waren sich dann eigentlich auch denken, wenn das jetzt schon so eine alte 3.500 bis 4.000 kostet, was machen dann so eine, wenn eine neue schon so viel kostet, was machen dann der alte hat oder noch kostet haben? Also wer jetzt denkt, ich habe da einen vierstelligen Betrag nachgelegt, nee, ich habe für das Ding 150 Euro gezahlt. Der stand bei Neuendettelsau Richtung Ansbach drunter. Und das ist eine Hubknete mit zwei Geschwindigkeiten. Ich konnte den quasi von einschalten am Hauptschalter. Doppelter Drehregler, das ist leider kaputt. Das habe ich vorher gewusst, wie ich ihn gekauft habe. Da brauche ich ein neues, die gibt es aber. Die kriegt man her, kommt ein neues drauf. Da kommen dann nämlich beide Dreher und dem Regler. Von einschalten, dann knetet er in der ersten Stufe und dann seht ihr unten das Fußpedal, zappt man einmal drauf, dann hat man die Schnellergeschwindigkeit, zappt man nochmal drauf, ist er wieder langsam. So funktioniert das ganze Ding. Wer sich jetzt fragt, soll das jetzt der Hund in der Maschine halt stehen bleiben, ist ja total unhygienisch und überhaupt und sowieso. Nee, natürlich nicht. Ich habe da schon einen gewissen Plan, wo das Ding hin soll. In die alte Werkstatt von meinem Bruder, wo auch der Holzbackofen steht. Muss man erst einmal schauen, die gehört erst einmal aufgerammt, ausgerammt, ein wenig hergerichtet, weil das sind die Mauern auch nicht mehr das Beste. Da muss man ein wenig was machen, der Boden gehört gemacht, die Decken gehört überarbeitet. Aber das soll dann einmal quasi der Raum werden, wo der Kneter mit reinkommt. Und da will ich dann auch ein wenig Tischplatten holen, ein Echtholz-Tischplatten zum Tag kneten. Und ja, ein paar schöner, großer, luftdichter Boxen, wo ich dann mein Mehl, die Säcken einstellen kann. Und dann sollte das Ganze passen. Wie gesagt, ist ja nur für meinen Zweck im Endeffekt für daheim. Was ich brauche, da muss ich jetzt nicht wundern, was für einen Aufriss machen. Man schaut schon drauf, dass alles immer sauber ist und ordentlich, aber ja, da brauche ich jetzt im Moment noch nicht. Das gehört erst aufgerammt. Aber da möchte ich dann einmal rein in den Raum.
Ihr seht schon, direkt neben dem Backofen. So, der hat jetzt knapp 390 Grad. Außerdem hat er noch ein wenig Glut drin. Ja, nicht schlechte Glut. Ja, und da wäre jetzt dann so, ja bist denn du blöd. Für das bisschen ein Tag da den Ofen einschüren. Ja, ist ein wenig übertrieben. Weil das waren jetzt höchstens zwei Brote waren, schätzungsweise. Das ist aber nicht schlimm. Weil morgen wollen wir Flammkuchen machen. Ich habe vorhin noch einen Hefetag gemacht für den Flammkuchen. Der ist jetzt im Kühlschrank, der bleibt bis morgen liegen. Geht über Nacht, bildet ein wenig Geschmack. Und der wird dann morgen ausgerollt und morgen gemacht. Und dann gibt es, ja, morgen Flammkuchen. Und der wird da drin auch gebacken. Dazu muss das Ding natürlich wieder eingeschüttet werden, weil der hat bis morgen wahrscheinlich nur noch so 190 Grad circa. Da muss er auch neu angeschüttet werden. Und eine schöne Backofen. Ja. Temperatur, die wird jetzt dann stetig fallen. Wenn die Glut am Ofen weg ist, dann kracht der Ei. Der Zug umher, jetzt wäre er offen. In der Stellung ist er zu. Kommt quasi keine Abluft mehr raus. Oder nicht mehr viel. Seht ihr da oben, wenn ich aufmache? Ja, sieht mir nichts. Ich erkenne es, da flirrt die Luft an. Wenn man zumacht, hört es auf. Ich glaube, auf der Kamera wird man das eher nicht erkennen, aber. Wurscht. Ja. Auf jeden Fall da innen soll das Ding dann das Brot gebacken werden. Zwei Stück waren es. Ich lasse es jetzt erst einmal ein bisschen liegen. Das soll jetzt erst einmal schön gehen, das Ganze. Und dann wird es ausgewogen. Kommt ein neuer Brotkabler. Da habe ich da oben zwei Stück, zwei runter. Schön einmehlen und dann in die Brotkabler. Und ja, knapp eine Stunde stehen lassen und dann in den Ofen. Also bis dahin müsste der Ofen die Temperatur um, die ich brauche, so ca. 300 Grad. Gucken wir mal. So, wir haben mittlerweile Montag. Heute ist der 11. Und ja, das Brotbacken ist gestern gut beendet worden. Wer mich auf Instagram, Facebook oder in der WhatsApp-Gruppe verfolgt, der hat ja quasi die ersten Bilder vom Brot gesehen. Schmecken das hervorragend. Ich habe es heute das erste Mal probiert. Gestern habe ich mein Bruder und seine Freundin was mitgegeben. Und der Vater hat sich eine Scheibe runtergeschnitten und ich habe heute das erste Mal eine Scheibe davor probiert. Boah, Wahnsinn, richtig gut. Ja, eventuell zeige ich es später nochmal mit. Ja, ich könnte euch eigentlich ein Bild von gestern mit da reinstellen, dann seht ihr das auch, dann passt es nicht. Ich habe wieder irgendwas eingestellt und es hat andere nicht gesehen. Jo, aktuell stehe ich schon wieder unten vor dem Backofen. Es ringt bei uns, endlich. Es ist tatsächlich einmal alles nass. Endlich. Endlich. Ja, wir haben gestern Nacht schon 5 Liter gehabt und jetzt der Vater gerade mal auf Regenmesse geschaut, jetzt waren es 15. Also sind wir schon bei 20 Liter. Wisst ihr, was das für Erleichterung ist? Schön. Ja, und ich habe jetzt gerade noch die Stiche wieder vor dem Backofen. Wir backen jetzt nämlich gerade Flammkuchen. Ihn beobachten. Ja, okay, das ist vielleicht jetzt gut. Alles klar. Machen wir es auch nicht. Wir haben ja eigentlich Taschenlampen einstecken. Flammkuchen. Schön, gell? Ja, aktuell 290 Grad. Ist natürlich schon sauber. Zug ist offen und ihr seht da unten drunter die Platten, die haben wir neu gelegt. Das sind Schamottplatten zum Pizzabacken, dass das Ganze ein bisschen, ja, naja, nicht so ganz so viel Wärme von unten kriegt, weil unten drin ist noch saumäßig viel Glut. Wir sind heute auf der Arbeit gewesen und ich bin vorhin um, ja, wie spät war es, um 3:15 war ich da. Dann habe ich wieder angeschürt, weil der Ofen natürlich zu kalt war. Und tja, dann ist er natürlich jetzt sauhaß, dass wir hier jetzt auch mal Zug oben her offen und wie gesagt,
Wir haben die Platten mit rein, dass da nichts verbrennt. Das Brot gestern habe ich dann gebacken ohne Platten. Und einfach auf die Platten da, Glut unten dann raus, oder die Asche, herausgewischt, Brot eingeschossen, gebacken, top. Zug offen, also erst im ersten Moment zu. Ich habe mit dem Gartenschlauch ganz feiner Nebel eingedampft, zugemacht, habe nach 3 Minuten zu stehen lassen, habe den Zug aufgemacht oben, dass der Dampf wieder rauskommt und dann den Zug offen gelassen. Temperatur ist schön bestätigt, vor die 300 Grad runtergefallen. Am Schluss haben wir knapp 195, 190 Grad gehabt. Optimal. Das Brot, ja, vielleicht die Krusten ein bisschen müde dunkel, aber für Holzofenbrot finde ich, ist es eigentlich in Ordnung gewesen. Und ja, ich bin zufrieden. Also für den ersten Versuch. Es schmeckt richtig, richtig, richtig geil. Hat einen richtig guten Geschmack. Die Krume innerhalb optimal von Zurückfedern. Wenn du da ein wenig reindrückst mit dem Daumen, die kommt auch wieder raus, so wie es sein soll. Besser geht's nicht. So wie mir es vorgestellt, und so ist das optimal. Ja, und jetzt, wie gesagt, jetzt machen wir noch einen Flammkuchen. Und von dem werde ich euch dann auch noch ein Bild machen. Das stelle ich jetzt dann an dieser Stelle mal ein. So, jetzt habt ihr die Bilder vor die Brote gesehen und das Bild dann vom Flammkuchen, hoffentlich, wenn er gut wird. Ich kann es jetzt noch nicht sagen, das ist ja in der Zukunft quasi das Bild. Aber ja, dann zeige ich euch das jetzt an der Stelle einmal und dann würde ich sagen, an der Stelle ist Schluss. Sind wir fertig. Beim nächsten Brotbacken kann ich euch dann gerne nochmal mitnehmen und dann versuche ich es einmal alles von Grund auf zu zeigen, aber im Schnelldurchlauf mehr oder minder. Nicht mit Zeitraffer, sondern halt erklärt, aber auch schnell erklärt. Noch einmal, was ich genau mache. Müssen wir mal gucken. Also Ziel ist es jetzt eigentlich, jede Woche ein Brot zu backen. Jede Woche entweder Samstag oder Sonntag zu backen. Samstag ist eigentlich immer blöd, weil, wisst ihr schon, ist ein Arbeitstag. Wir haben ja auch Arbeit, die man machen muss. Viecher ausmisten oder Hai und Stroh erfüllen. Das legt man sich aufs Wochenende. Deswegen, ich denke, es wird immer Sonntag werden. Und dann schauen wir mal. Jo, so fällt jetzt die Temperatur aber schön ab. Obwohl Glut unten drin ist. Aber das passt schon so. Ich drehe die jetzt gleich noch. Und dann schauen wir mal, ob sie was zum Essen waren. Und wie gesagt, ihr seht ja dann an die Bilder, ob sie was gewonnen sind oder ob sie ein schwarzer Bock waren. Ja, und dann wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Man sieht sich wieder irgendwann die doch. Ja, vielleicht am Freitag. Schauen wir mal. Versprechen tue ich es nicht, weil ihr habt schon gemerkt, die letzten Male, wenn ich gesagt habe, bis demnächst dann Samstag oder vielleicht sogar Sonntag. Ich schaffe es im Moment einfach nicht unter der Woche. Ist halt einfach so, aber ich schaue schon, dass trotzdem immer 2 Videos die Woche kommen. Irgendwie. Gucken wir mal. Jetzt wünsche ich euch was. Bis die doch. Servus.